Beteiligung haben wir uns überlegt, möchten wir euch einfach immer mitnehmen hinter die Kulissen und euch ein bisschen zeigen, was eigentlich so im Gemeinderat abläuft. Wir hatten ja jetzt das Wahlergebnis und es war wirklich spitzenmäßig. Wir sind fast paritätisch mit 23 Frauen und 25 Männern im Freiburger Gemeinderat. Ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt nach der Wahl läuft quasi der Ältestenrat weiter. Da drin sitzen die Fraktionsvorsitzenden und die VertreterInnen der einzelnen Gruppierungen. Wir gehen davon aus, dass es sich in der nächsten Zeit noch so ein bisschen sortieren wird, weil als Einzelvertreter im Gemeinderat hat man es recht schwer. In Fraktion ist man ab 3 Personen. Also wir halten euch auf dem Laufenden, aber wir gehen davon aus, in den nächsten Wochen werden ein paar Sachen rauskommen. Fraktionen, die sich wieder zusammentun, Fraktionsgemeinschaften, die sich neu bilden. Und in diesem Ältestenrat geht es dann darum, wie werden die Ausschüsse besetzt, wie ist die Sitzordnung, wie werden die Fraktionsgeschäftsstellen ausgestattet. Also die ganzen technischen Details, um das Ganze wirklich ins Rollen zu bringen. Genau, und was es mit diesen Ausschüssen auf sich hat, das würden wir euch im nächsten Video erklären. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet.